Hallo und herzlich willkommen hier zu The Outlast. Ja, den Survival Horror Extreme Game mit eurem Danny. Ja, letzten Part hatten wir ja den Weg gesucht, den wir auch gefunden haben. Sind dann hier in der Kanalisation geendet. Und heute werden wir schauen, was uns Neues so. Ja, wie sieht man es hier wieder? Alles dunkel. Wie wir das schon kennen. Ja, hier waren wir letzte Folge schon und haben hier irgendwie nicht den Weg gefunden. Ja, werden wir natürlich hier auch noch einen Blick reinwerfen. Nein! Ah, wieder dieser Idiot. Letzte Folge habe ich mich schon erschrocken. Jetzt habe ich wieder erschrocken. Ja, lieber Freund, wo geht's denn hier lang? Nein? Wo geht's lang? Ach Mensch, dann nicht. Machen wir die Türe wieder zu ihr. Ja, schauen wir am besten hier mal runter. Vielleicht könnte man hier irgendwo weiterkommen. Oder eine Batterie finden. Natürlich, das ist super, super, super. Batterien brauchen wir immer. Ja, schauen jetzt nochmal hier rein. Ich schätze mal, der Weg wird hier lang gehen. Ja, blöde Geräusche, die ich so liebe, die mich immer dazu verleiten, Angst zu schieben. So, wir laufen jetzt hier durch und suchen uns den Weg hier in den nächsten Raum. Was natürlich nicht so einfach ist, weil man eigentlich nicht so viel sieht. Und das ist das blöde, blöde Problem hier bei Outlast. Ja, das sieht ja sehr, sehr günstig aus. Werden wir das mal nutzen, hier hochzukommen. Irgendwie. Ja, wunderbar. Es hat geklappt. Ja, das klingt nicht so gut. Schritte überall hier. Ja, ich sehe nicht viel. Ihr seht nicht viel. Eine Treppe nach oben, die werden wir nutzen, um aus dem Tümpel hier rauszukommen. Ja, Batterien wechseln. Hier im Dunkeln. Er macht Schritte wie ein Panzer. Ja, jetzt sind wir schon wieder im Smog hier. Und hier sieht es jetzt. Nein! Was ist jetzt hier runtergefallen? Ja! So, bücken wir uns. Laufen jetzt hier weiter. Ich sehe hier nichts. Ich sehe fast null. Ich falle von einem Wasser zum nächsten. Kann man das Ventil vielleicht drehen? Nein. Es klingt aber sehr, sehr gefährlich hier. Hilfe! Ich sehe nichts. Nein! Nein! Unser Ork ist ja schon wieder da. Und dreht hier seine Runden. Ja, gehen wir ihn mal aus dem Weg. Und ich sehe fast nicht, das ist blöd. Ich weiß nicht, wo ich hinlaufe. Wo wir hinkommen, ich weiß es einfach nicht. Werden wir es herausfinden? Was ist das? Ja, unsere Batterie ist schon wieder fast alle. Weil wir das Problem haben, wir müssen ja auf dauerhaft Batterie fahren. Und da verbrauchen wir mehr.
Wo geht's denn nun hier lang? Wo geht's hier denn hier lang? Wo geht's denn hier lang? Vielleicht hier durch? Nein. Und ich sehe fast null. Ich sehe ja nichts. Ich weiß nicht, wo da hin ist, wo da ist. Ja, hier sind wir rausgekommen. Oder reingekommen. Ja, ich kann mich jetzt nur vortasten. Mehr kann ich hier nicht. Ich weiß, kenne den Weg nicht. Ich war hier noch nicht. Aber es ist machbar, hier einen Weg zu finden. Ja, meine Lieben, wie gesagt, wenn ihr Wünsche habt zu irgendwelchen Spielen, die ihr gerne mal sehen würdet, wie ich sie let's playe, dann schreibt mir das auch hier unten in die Kommentare oder bei Facebook unten rein. Und ich suche sie dann natürlich raus für euch und werde sie dann let's playen. So, ich laufe jetzt hier noch vorsichtig. Da ist er. Nein! Ja, wieder natürlich Batterien weg. Wo ist er? 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 Lass mich in Ruhe. Ja, meine Lieben, ich weiß, ich kenne den Weg hier nicht. Ich muss mir ihn erst suchen. Ich muss erst einen Überblick hier über diesen Raum bekommen. Immer mit der Angst, dass er mich gleich findet und frisst. Oder das Herz rausreißt, wie sämtliche Frauen. So. Ja, meine Lieben, wenn ich heute nicht so laut bin, dann tut es mir leid. Ich hab's etwas im Hals. Aber ich versuche es zumindest ordentlich über die Bühne zu bringen hier. Ja, was ist denn? Eine Batterie. Wunderbar. Vielleicht liegt ja hier noch eine rum. Aber so viel Glück haben wir nicht. So. Wenn ich jetzt wüsste, wo wir hier sind, wo wir hin müssen. Ah, das sieht ja sehr, sehr gut aus. Das ist der Weg nach oben. Bloß, wie kommen wir hier drauf? Kommen wir hier überhaupt drauf? Ja. Nein! 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 Ja, verschwinden wir, bevor unser Freund hier... Nein! ...sagt, bleib hier, ich lade dich zum Kaffee ein. Aber das muss ja nicht sein. Nein! 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 Mein Gott, sind die hier alle nervös. Haben die alle schlecht geschlafen oder was ist hier los? Jeder will mir hier an die Wäsche. Ich komme mir gerade vor wie so ein B-Promi. Jeder mag mich, aber jeder möchte mich töten. Oh oh. Oh oh. Ja, der hat wieder so einen Knüppel in der Hand. Ich verziehe mich lieber. Bevor er mir einen reinknüppelt. Geht's hier noch lang? Nein. Mailwand. Was hat uns das zu sagen? Wir müssen da lang.
Hoffentlich knüppelt er uns jetzt keine. Unser Knüppelmann. Können wir vielleicht hier rein? Ja, das sieht ja sehr, sehr gut aus. Wo sind wir denn jetzt? Ja, meine Lieben, das möchte ich gleich nochmal als Aufruf nehmen. Ich möchte mich erstmal bedanken für die ganzen Like-Zahl. Ja, wie treu ihr meine Videos schaut. Es ist wunderschön, wunderbar. Ich bedanke mich sehr. Es freut mich auch sehr, dass es sehr gut ankommt bei euch. Ja, und wenn es weiterleben soll, natürlich. Und ich gebe euch gerne die Möglichkeit, eure Videos, die ihr mal gerne sehen wollt, oder Videos ist groß gesagt, eure Spiele, die ihr gerne mal sehen wollt, hier zu präsentieren. Ja, schreibt mir unten die Kommentare rein, hier oder bei Facebook. Natürlich. Oder bei YouTube. Und ich werde mich natürlich darum kümmern, dass ihr eure Spiele zu sehen kriegt. Nein! Nein! War das jetzt hier ein Heizungsrohr oder was war das? Ja, gehen wir am besten. Wenn ich hier gerade irgendwie runter? Nee. Erreiche das Hauptschloss der Männerstation. Ach nee, Hauptgeschoss. Hauptgeschoss der Männerstation. Ja. Halten Sie die linke Maustaste gedrückt und schieben Sie den Behälter zur Seite. Ja, kriechen wir hier durch, wo die Blutlage schon wieder wunderbar ist. Kommen wir in einen Raum, wo einer mit einer Zwangsjacke sitzt. Ja, wo sind wir nun gelandet? Ich weiß es nicht, ich weiß es nicht. Das ist wie ein Labyrinth hier. Ja! Ja, meine Lieben, das sieht aus hier wie eine Folterstelle. Nein! Was ist das? Wo kommt das Köpfen her? Nein! Verschwinden wir hier rein. Können wir uns hier irgendwo verstecken? Eine Batterie. Ja, das sieht alles nicht so gut aus. Nehmen wir noch die eine Batterie mit. Kommen wir hier rein? Nein, hier kommen wir nicht rein. Werden wir noch schnell die Batterie wechseln hier? Ja, meine Lieben. Wo sind wir? Sind wir hier in ein Verlies? Sind wir in ein Labyrinth? Ich weiß es nicht. Und ich sage mal, ja, das war unser Part 10 hier bei Outlast. Und wir sehen uns in den nächsten Part wieder, wenn ihr wollt, mit eurem Danny hier in der Psychiatrie mit unserem Freund. Und wir tun jetzt mal so, als würden wir dazugehören. Vielleicht fällt es da nicht so oft, wenn uns einer sucht. Ja, bis zum nächsten Part. Tschüss.